Habe ich genau bei 30 Minuten gestoppt. Das ist auch. Das war krass. Holy shit. Ich müsste mir auch mal wieder neue Chakra machen. Das ist dieser Schwarzschrei. Dieser krasse Kobold. Kobold Boy. Denn er schreit mit der Macht der roten Sieben. Oh, die rote Sieben. Ich kann nicht gewinnen, ich kann nicht verlieren. Denn ich hab die rote 7. Ich kann nicht gewinnen. Ich hab ein Ass im Ärmel. Jetzt muss ich nur eine Rotklaue töten. Ich mache hier wieder die ganze Quest so richtig durcheinander. Das gefällt mir doch. Das ist doch das, was ihr sehen wollt, oder? Leute. Elbin Meroch finden. Ja gut, dann gehe ich nach Kulln. Gehe ich nach Kulln. Dann müsste ich da auch diese eine finden. Sie haben mich gefunden. Habt Mitleid. Macht schnell. Mitaru sei Dank. Ich dachte, ich würde hier sterben, der letzte Siedler Kulns, allein. Was ist passiert? Vanela und die Sammler waren nicht da, als die Tuatha kamen. Es war ein Massaker, bis sie zurückkehrten und sie vertrieben. Sie und die anderen sind nach Virki aufgebrochen, von wo sie laut Anela gekommen waren. Wenn ihr sie lebend finden wollt, solltet ihr euch beeilen. Ja gut. Dann tun wir dies. Aber zuerst stelle ich diesen komischen Elben Meroch. Der riecht anscheinend immer das Meer. Oder er riecht Meer, ich habe keine Ahnung. Vielleicht riecht er auch nach dem Meer. Aber das werden wir ja sehen, wenn wir ihn finden. Das sind diese richtig wacken Witze. Und da vorne ist er mit ein paar Dudes. Ich werde schon mal meinen. Nun denn, was haben wir denn hier? Ein kleiner Soldat, der die Küste entlang wandert? Sie haben den Schlüssel. Wer genau seid ihr? Woher soll ich wissen, dass nicht ihr dieser Schnüffler seid? Es ist wohl am besten, wenn ich euch einfach töte und ihnen die Nachricht selbst überbringe. Oh. Ich weiß nicht, wer sie sind wirklich. Aber sie folgen den Befehlen von jemandem, den sie den irren Horst nennen. Ihr findet sie im, oder eher unter, dem Zollhaus von Rathir. Ich war nie dort drin, aber es gibt ein Passwort. In Rathir, richtig. Aber es gibt ein Passwort und das kenne ich nicht. Ihr müsst euch selbst einen Weg ins Westen. Okay, also es war wacker, als ich dachte. Ich dachte, ich muss es die alle töten, was kein Problem gewesen wäre. Also hätte ich schon getan. Aber da unten ist noch so eine. Da unten ist aber noch was. Da oben sind noch Wölfe. Oh, da oben sind Wölfe. Da krieg ich bestimmt noch was von diesem Sumpfstiller.
Thunderblade ist wieder beschädigt, das ist aber normal. Ich muss den Abrechnungsmodus mal wieder benutzen. Kann ja auch die Quest mit dem Kudok mal machen oder zumindest beenden. Tja, damit hat er wohl nicht gerechnet. Wieso sind da 50 Magier und haben vor denen gekniet? Wo habe ich denn hier diesen Schadensabwehr? Also hier wäre halt der Ding gar nicht schlecht. Wenn der Trank nachlässt. Okay. Sagen wir mal eine große Schadensverstärkung. Habe ich noch... Oh, Zornesschlitzer könnte ich auch noch nehmen. Habe ich hier... Was habe ich hier? Zauberfluch. Den Speckkämpfer töte ich jetzt mal. Autsch. Oh, mir fehlt jetzt das Mana dafür. Weil die mir auch immer mal mit Mana entziehen müssen. Genau, und dann passiert sowas. Da kommt der Heiltrank rein. Oder der Mana-Trank und dann passiert sowas. Gefällt mir. It's a baseball! Ich auch richtig krass weggebasht. Aber immerhin. Immerhin habe ich es geschafft und ich konnte ein paar Tränke trinken.
gucke ich aber noch, was da hinten ist. Weil man müsste ja eigentlich meinen, dass die immer auf die Ding gehen, also auf meinen Begleiter. Aber nein, die gehen halt immer auf mich direkt. Prügel auf dem Hügel. Obwohl ich ja keinen Hügel sehen kann, aber ist egal. Das wäre so eine lustige Folge. Lustiger Folgenname, Prügel auf dem Hügel. Was gehe ich denn überzeugen? Könnte ich ja eigentlich verbessern. Durchsicherungsgelder für Verbrechen sind nur 50% niedriger. Schätze werden auf der Umgebungskarte angezeigt. Oh, okay. Aber ich gehe auf überzeugen. Komm, ich stecke einen Punkt mal rein. Dann komme ich vielleicht bei manchen auf 50. Zauberkraft. Da würde ich gern mehr reinstecken eigentlich. Was habe ich denn so für passive Sachen, die ich... Oder Macht... Ja, die guten Passiven habe ich ja eigentlich schon dabei. Komm, jetzt gehe ich das aus. Bin ich ein Kreuzritter. Bin ich wieder besser. Ja, ich könnte da was durchsuchen. Da. Ah, okay. Habe ich gar nicht gesehen, dass da was ist. Einfach Heiltrank. Immerhin ist es ein Heiltrank, also. Was ist das? Ach, das ist ein Bär, der liegt auf dem Rücken. Was habe ich hier so? Zum Zwielichtgesträuch gehen. Lapiduswurzel beschaffen. Oh, kann ich das auch gleich machen. Wenn ich schon in der Gegend bin.
Jetzt habe ich so eine Wurzel. Wenn ich nur wüsste, was ich damit anfangen kann. Ich weiß es nicht, aber ich weiß jemanden, der es wissen könnte. Ich glaube, mega wack. Oder mega cringe. Ich kann es nicht genau sagen, was es am Ende war, aber... Genau, mach ihn fertig. Mach sie fertig. Hey, da ist wieder ein Stein. Da zog Ysa den Talisman des Schicksals hervor und betrat die Marschen, die triste Arena, ein Ort des Lebens und des Todes. Die Winde trugen die Lieder der Sterbenden mit sich. Der Sumpf saugte die Knochen von Armeen und den Der Nebel schützte die Augen eurer Ahnen vor dem Schrecken, die zwei Armeen aufeinander prallten. Tja, Widerstand. Nennt sich sowas. Fehlt mir, glaube ich mal nur noch einer. Oder zwei. Ich bin mir nicht sicher, wie viele ich da in der Zwischenzeit schon wieder getroffen habe. Da vorne ist dieses Zwielichtgesträuch. Gehe ich da jetzt hin oder tue ich jetzt das Passwort herausfinden? Mit Anker Edmure. Mache ich das? Mache ich die Lenkkurve? Wundert mich, dass sie keine Lamien anbeten. Wobei, vielleicht ist es eine Lamia auch. Bloß. Nennen die halt irgendwie Banshee. Sprich Banshee eigentlich, aber naja, gut. Man kann etwas natürlich auch ziemlich falsch beschreiben. Dass die als Fallen gelten, kann ich die entschärfen? Nein. Das sind die einzigen Fallen, die ich nicht entschärfen kann. Quasi. Also quasi Fallen meine ich damit. Dachte ich gerade, er wäre tot. Aber nein.
groß ist denn die Höhle? Ach, es geht. Hält sich in Grenzen. Da komme ich dann doch recht schnell durch. Der andere hin. Was ist da hinten? Hier aktuell echt oft. Ich muss sagen, mal auf die Toilette. Aber ich glaube, da gucke ich doch, dass ich Folge voll beende. Noch gucken, was ich da aber für einen Thumbnail benutze. Oh, der hat was zum Looten. Aber da habe ich mir noch keine Gedanken da aktuell drüber gemacht. Oder wie ich nenne ich die Folge? Das wäre auch mega wack gewesen, wenn ich daran zum zweiten Mal gescheitert wäre. Holy shit, 90%. Erfolgschance, also bitte. Da benutze ich jetzt einfach den Abrechnungsmodus. Muss ich einen Screenshot machen im Video. Oder zumindest den Screenshot aus dem Video nehmen. Oh, es sind noch mehr Morgans. Die sind Elite. Ich finde es schon sehr fair, wenn da irgendwie so 7 Leute gegen 2 kämpfen und mein Skelett ist halt wieder tot. Wo ist der? Thank you.
Telemachus zurückkehren. Komm, 50%, das schaffe ich doch. Ist doch möglich. Gibt's doch nicht. Ha. Ich hab gewonnen, du nicht. So, jetzt gehe ich noch ein Rad hier und dann gebe ich mal das ab, das böse Blut und das mit dem Telemachus. Ui, dann habe ich die Quest jetzt auch weg. Das ist dann keine schlechte Idee, ist so aktuell keine schlechte Idee, hätte ich gesagt. Und ich kann das Passwort herausfinden, dann kann ich die Kriegsgewaltenkampagne fertig machen. Das wäre nicht schlecht, oder? Was sagt ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Es war dann eh zu spät, aber wenn ihr mir das dann schreibt, also, aber ist egal. Hauptsache ihr macht das. Hauptsache ich tue das, was ich gesagt habe. Oh, entschuldigt bitte. Denn man macht das auch nicht anders. Es ist ein Albtraum. Oh, ich hatte schreckliche Träume. Da waren kriechende Insekten. Etwas Dunkles, das sich näherte. Es kam mir vor wie Tage. Wie lange war es? 3. Ganz ruhig, ihr wurdet vergiftet. Vergiftet? Ah, ich erinnere mich. Eine Flasche recht guten Weins wurde geliefert. Ein Geschenk. Ich wollte ihn kosten und dann... Wo kann er sein? Er scheint unter das Bett gerollt zu sein. Es hat ihn wohl niemand bemerkt. Nehmt ihr ihn. Schließlich ist er ein Beweisstück. Okay. An mehr erinnert ihr euch nicht? Verzeiht mir. Es ist alles noch etwas verschwommen. Ich erinnere mich, dass Onfai den Wein brachte. Er sah gut aus, also wollte ich ihn kosten. Dann... Dunkel. Schickt nach meiner Mutter. Seid so gut. Nun, er ist erwacht. Oh yeah. Lyria, sei Dank. Hier ist euer Gold. Doch die Angelegenheit ist noch nicht beendet. Findet den, der dies getan hat, und ihr bekommt noch viel mehr Gold. Oh yeah. Ist in den Wein gemischt? Zeigt es Apothekerin Revani unten auf der Pruderi. Mit etwas Glück kennt sie das Gift. Vielleicht sogar den Giftmischer. Okay. Wir helfen auch immer gerne. Und wenn der Preis stimmt. Bürger. Oh, ich habe aber eins nicht getan, Leute. Ich habe nicht mit Feuerbällen auf den Kopf gezielt. Okay. Nice. Ehrlich gesagt, dann gibt es die nächste Auflösung. Später. Ich gehe jetzt dann einkaufen. Und ich muss dringend schiffen, holy shit. Wo hätte ich einfach gesagt, dann mache ich so einen kurzen Cut und dann dies nachher.